Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Henning Hartmann, ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und für Strafrecht in Oranienburg bei Berlin. Verkehrsrecht, Strafrecht, Sie werden es kaum glauben, Verkehrsstrafrecht gehört auch dazu. Und als ein Unterpunkt das Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht, das ist tatsächlich sehr stark beansprucht, weil die ganzen Ordnungswidrigkeitenverfahren, denken Sie mal an den Blitzerfall, wenn Sie geblitzt werden, zählt dazu. Da geht es häufig auch um den Führerschein und deswegen sind wir Verkehrsanwälte da oft und gerne tätig. An der Stelle gleich mal ein Hinweis, Ihre Verkehrsrechtsschutzversicherung deckt ein solches Verfahren ab, sodass Sie ohne Kostenrisiko sich vertreten lassen können. Viele wissen auch das nicht. Jetzt aber zum Thema Beweisanträge. In einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren können und sollten von der Verteidigung Beweisanträge gestellt werden, genauso wie in jedem anderen Strafverfahren. Und wenn dann diese Beweisanträge ohne die richtige Begründung zurückgewiesen werden, dann ergeben sich große Chancen, dass Sie aus diesem Bußgeldverfahren herauskommen, ohne den Führerschein abgeben zu müssen. Nämlich, wenn im Wege der Rechtsbeschwerde dann das Urteil aufgehoben wird des Amtsgerichts, wie relativ häufig das geschieht, und dann eine bestimmte Zeit ins Land geht, binnen derer dann so die Obergerichte ein Fahrverbot nicht mehr verhängt werden kann, weil die Strafe auf dem Fuß folgen soll. Wenn also ungefähr 2 Jahre, je nach regionaler Rechtsprechung, verstrichen sind nach der Tat und das Verfahren sich so lange hingezogen hat, dann kann der Führerschein, kann kein Fahrverbot mehr verhängt werden, der Führerschein darf behalten werden. Das OLG Brandenburg hat ein Amtsgericht in Brandenburg kürzlich korrigiert. Beschluss vom 11.06.2019. Da ging es um eine solche fehlerhafte Zurückweisung eines Beweisantrages. Das Amtsgericht hat nur auf § 77 OWIG verwiesen und den Ablehnungsantrag deswegen fehlerhaft formuliert. Das hat ausgereicht, dass im Wege der Rechtsbeschwerde dann eine entsprechende Zurückweisung durch das OLG erfolgte. Weitere Einzelheiten gerne auf Nachfrage, schreiben Sie uns gerne oder besuchen Sie unsere Homepage www.ra-hartmann.de. Da finden Sie einiges zum Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht und auch eine Schlagwortsuche, die Sie gerne nutzen können. Ansonsten abonnieren Sie gerne meinen Kanal und ich sage für dieses Mal Tschüss und auf Wiedersehen.